herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem seltsam ausschauenden Commander Hering Shepard. An die roten Augen muss man sich wirklich gewöhnen, aber egal. Wir spielen Mass Effect 2 weiter und beim letzten Mal haben wir Tali rekrutiert, was irgendwie Grund zur Freude und zum Jubel und überhaupt und sowieso ist. Und jetzt gehen wir auf die Galaxiekarte und gucken mal, wo wir jetzt als nächstes irgendwie so hinwollen oder so. Es stehen uns vielfältige Optionen irgendwie offen. Wir können überall hin, wo uns der Schnabel gewachsen ist. Und wir könnten doch einfach mal ine mine mu und raus bist du. Wir gehen einfach mal hier hin, nach Tuchanka. Und schließen die Mission für Morden und Grunt ab. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Tuchanka ist ein nettes kleines Ausflugsziel. Nicht zuletzt, weil, ja, wir waren noch nie auf dem Heimatplaneten der Kroganer. Also das ist jetzt quasi gesehen etwas vollkommen Neues, was wir sehen und so. Fühlt euch an der Stelle also total geflasht, wenn ihr das jetzt alles so seht. Und das könnte ja auch ein bisschen interessant werden, denke ich mir jetzt einfach mal so. Weil ich meine, wir haben die Kroganer als wildes und unbeständiges Volk kennengelernt, das irgendwie ganz gerne andere Völker verdrischt. So oder so ähnlich, je nachdem, wenn sie es halt mal anbietet. Und ja, gucken wir einfach mal, ob die alle auf Tuchanka so drauf sind. Oder ob da vielleicht auch so liebe, nette kleine Kroganer dabei sind. Oder so total hochtechnisiert spezialisierte Kroganer. So Kroganer, mit denen man gerne einen Kaffee oder Tee trinken geht. Oder so überhaupt oder sowieso. Ich meine, das kann ja auch alles bisher. Wir haben so viel Unsinn über die Kroganer bisher in diesen Spielen gehört. Also Mass Effect 1 und Mass Effect 2. Vielleicht sind die wirklich so ganz annehmbar und nett. So nette Zimmerkameraden, mit denen man irgendwie in der Jugendherberge gerne irgendwie das Doppelbett teilt oder so. Kann ja sein. Nur sollte der Kroganer möglichst nicht oben liegen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das Doppelbett dann einfach zusammenkracht. Aber okay, ja gut, wie das halt so ist, kein Volk ist perfekt und man kann ja auch einfach mal mit den Fehlern anderer Rassen leben oder so. Also, was heißt Fehlern? Mit den Eigenheiten, mit den Besonderheiten, mit denen. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Gut, okay. Macht jedenfalls Spaß, irgendwelche Sonden hier so hinzuschicken. Das ist ein sehr schönes Planetensystem, in dem man wieder viel abgrasen kann. Und wie wir alle wissen, braucht der Hering unheimlich viel Material für die Zukunft noch. Und deswegen versucht er sich so viel zu organisieren, wie es nur irgendwie geht. So, hier haben wir den Planeten Vaul oder Vaul oder was auch immer, der sicherlich auch das ein oder andere Schmuckstück parat hält oder auch nicht. Irgendwie, die Achse will immer ganz kurz ausschlagen, aber das geht nicht so in die Richtung, dass ich mir denke, ui, jetzt muss ich da unbedingt eine Sonde hinschicken. Hier irgendwo ist, glaube ich, ganz relativ gut. Aber wieder nur Platin. Platin braucht man für nichts in diesem Spiel, kann das sein? Weil es ist so unheimlich schwierig, mal Platin loszuwerden, habe ich so einen Eindruck. Tuchanka. So, wenn ich jetzt hier die Umlaufbahn verlasse, sind wir dann, ja, wir sind bei 100% jetzt hier angelangt. Gut, Tuchanka. Bombardierungskrater, radioaktiver Schutt. Die Atmung erschwerende Asche, Salzebenen und stark basische Meere. Auf Tuchanka gedeiht fast nichts. Vor Jahrtausenden war das anders. Da gab es unter dem Licht des F-Klasse-Sterns Aralak, ein Wort des Rai-Clans, das Auge des Zorns bedeutet, Leben in Hülle und Fülle. Baumähnliche Pflanzen gediehen in dichten Urwäldern, ihre Wurzeln entsprangen seichten, schlammigen Meeren. Doch dann wurde in einer evolutionären Hexenjagd Leben von Leben vernichtet. Die Kroganer entdeckten die Atomspaltung und schon bald darauf ging ihre Welt im nuklearen Feuer unter. Die waren da nicht zimperlich. Eine kleine Eiszeit mit nuklearem Winter tötete dann auch noch die letzten Pflanzen. In den letzten Jahrhunderten sind viele Kroganer auf ihre Heimatwelt zurückgekehrt. Durch das reduzierte Rückstrahlvermögen des Planeten ist die Temperatur global gestiegen. Um die Hitze erträglich zu halten, wurde am Lagrange-Punkt L1 eine gewaltige Plan angebracht. Sie wird für eine Ratsmission zur Durchsetzung der Entmilitarisierung instand gehalten, die auf Kampfstationen im Orbit stationiert ist. Hinweis,
Bewohner von Tuchanka landen auf eigenes Risiko. Die Ökologie auf Tuchanka ist tödlich. Nahezu jede heimische Spezies zeigt Raubtierverhalten, selbst die verbliebene Vegetation frisst Fleisch. Cool. Klingt sympathisch. Da möchten wir gerne landen, da möchten wir Urlaub machen, da möchten wir den Kroganern einfach mal Hallo sagen. Na gut, okay, ja. Sind Kroganer jetzt einfach nur, wie sie sind, weil ihre Heimatwelt halt so ist, wie sie ist? Aber früher war die Heimatwelt ja auch anders. Aber sie hatten schon damals irgendwie einen Drang zur Zerstörung. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass sie irgendwie so durchgedreht sind, als sie dann plötzlich Atomwaffen zur Verfügung hatten. Gut, ja. Blüht unserer Menschheit dasselbe Schicksal? Man weiß es nicht genau. So, und natürlich nehmen wir Morden und Grunt mit, weil das sind ja die beiden Hauptakteure, sag ich mal, um die es hier auf Tuchanka gehen soll. Morden wird besonders viel Spaß haben, denke ich mir so, als Salarianer. Aber gucken wir mal. Wir sind ja da, um ihn zu beschützen, falls was sein sollte oder so. So, also dann. Da, sympathischer Planet. Hat ein bisschen was von Fallout, das Szenario hier. Aber klar, Fallout spielt ja quasi gesehen auch nach der nuklearen Katastrophe, ne? Also, passt schon. Gut. So. Schön. Mensch, ist das toll hier. Na, Grunt? Fühlst du dich schon heimisch? Bestimmt, oder? Ich glaube nämlich auch. Vorsicht, Mensch. Was ist los? Ja? Und? Mehr habt ihr nicht zu sagen? Ihr seht komisch aus. Na gut. Hi. Wer seid ihr denn alles? So. Wer bist du? Wenn Sie Arbeit suchen, sind Sie auf dem falschen Dampfer. Das Bloodpack rekrutiert nur Kroganer. Irgendwie nicht, oder? Haben für das Bloodpack nicht auch andere Leute gearbeitet? Na gut, auf Omega ist vielleicht vieles anders. So. Der Clanführer will mit Ihnen sprechen. Halten Sie Ihr künftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Wissen Sie, was mit ihm nicht stimmt? Was er braucht? Mit ihm ist alles in Ordnung. Reden Sie einfach mit dem Clanführer. Ihr berünftiges Haustier? Okay, ja, das ist ja die entscheidende Frage. Wir haben ja absolut keine Ahnung eigentlich, was ein Kroganer so durchmacht, wenn er erwachsen wird. Wird jetzt spannend zu sehen sein, was Grunt jetzt tatsächlich hier so machen muss. Gehen Sie mit Ihrem Anliegen zum Clanführer und halten Sie Ihr künftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Lassen Sie mich einfach durch. Ich habe einiges zu erledigen. Dupp-di-dupp. Okay. Gut. Dann gehen wir mal zum Clanführer. Der irgendwie hier so sein Unwesen treibt. Verdammt richtig. Wir schälen ihn die Schuppen ab und werfen sie bei lebendigem Leib den Pajaks zum Fraß vor. Ha! So, das Vieh da unten lebt noch. Das ist ein Haustier oder so. Interessant. Ja, ihr redet über Turianer, das ist schön. Okay, Garrus hätte ja auch viel Spaß auf diesem Planeten. Mensch, aber ich glaube, Kroganer mögen relativ wenig Rassen. Also. Der Berichte des Erdnard-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Gut, machen wir. So, Clanführer. Die sollten hier langsam mal aufräumen. Irgendwie sieht das sehr seltsam aus, wenn ich das mal so sagen darf. Aber gut. Alles sehr staubig, schmutzig. Geschickt hat. Nein, ich hatte wegen eines Angriffs der Varan zu tun. Warum? Ein paar vielversprechende Krieger dabei? Ja, natürlich. Sie sind stark. Eines Tages werden sie unsere Feinde in Stücke reißen. Interessant. Aber wir haben schon einen Kroganer in unserem Team. Also von daher, was soll's. So, was ist das denn hier? Ihr seht ja. Nichts von meiner Ware kaufen, Mensch.
Sie würde ihnen den Magen aufreißen, als hätten sie Messer verschluckt. Guter Varen. Guter Varen. Sitz. Ja, wir haben ein Talent für Haustiere. Cool. Grüße, Mensch. Mein Name ist Raj. Sehen Sie sich doch mal meine Waren an. Jeder, mit dem ich rede, findet es furchtbar, dass Aliens bei den Erdnut sind. Außer Ihnen. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, zahlende Kunden zu verprellen. Ich mache genug Außenweltgeschäfte, um zu wissen, dass Aliens wie Sie mehr Credits haben als die Leute hier. Schlauer Kuganer. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen giftig sind. Grünkohl ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht den Harten. Es würde Sie innerlich zerreißen. Er macht keine Witze. Von Grünkohl kriegen Aliens die totale Mattscheibe. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel, sofern die Pijacks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Und wie sieht's aus mit Rabatt oder so? Was zum Teufel ist ein Pijack? Außenweltungeziefer. Wie Affen, sagen die Menschen. Sie kommen und klauen Nahrungsmittel, Grünkohl, was immer sie in die Krallen kriegen. Wir behaken sie mit unseren festen Verteidigungskanonen. Aber von dem Dreckszeug gibt es endlos viele. Ich bin ein guter Schütze. Ich könnte Ihnen vielleicht mit den Pijacks behilflich sein. Nur zu. Mit der Konsole da draußen können Sie die Geschütze kontrollieren. Wenn Sie die Pijack-Population dezimieren, gebe ich Ihnen einen Rabatt. Oh. Dabei. Ach so, okay, ja. Ist also nichts mit Überzeugen oder so. Wie Sie wollen. Beziehungsweise Überzeugen auf andere Art und Weise. Wir sollen also die Pijacks, Pijacks, was auch immer, wie sollen die komischen Affen über den Haufen schießen? Und wenn wir unseren Wert beweisen... Ritus schütze ich. Ich glaube, es hatte meine Augen. Glaubst du wirklich, dass du bei einem deiner Ausflüge ins Lager eine fruchtbare Frau erwischt hast? Ich denke schon. Ein Sohn? Schön für dich. Das begießen wir bei einem Grünkohl. Yay, es gibt was zu feiern. Gib mir doch auch einen aus. Okay, dann halt nicht. Grünkohl sollen wir ja nicht trinken. Gut, ja, Affen über den Haufen schießen. Das klingt nett. Das machen wir dann jetzt auch bei Zeiten. Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Hätte nie gedacht, dass ich den Tank mal vermisse. Naja, also jetzt sei mal nicht despektierlich, Grunt. Also, die versuchen das hier schon in Schuss zu halten. In Schutz zu halten. Oder so. Passt schon. So, was ist das hier? Kampf beobachten. Riskieren Sie ruhig eine ordentliche Summe, Mensch. Wettannahme für Warenkämpfe. Weißblaue Hoffnung, rotbrauner Donner. Oh, ich wette auf die weißblaue Hoffnung. Los! Go, go, go! Nein! Nein! Wo? Oh, das war voll fies. Das war ein Haps und weg. Das ist ja... So vertreiben die sich hier die Zeit? Ist ja spannend. Gut, okay, schön. Vorsicht, hallo. Ja, ist gut. Ich kann gut mit Waren. Da bin ich sehr toll dran. Was wollen Sie, Mensch? Rex hat gesagt, ich soll höflich sein. Aber er hat nicht gesagt, dass Sie mich ansprechen würden. Psst, wir wissen doch noch gar nichts von Rex. Sie sind also verantwortlich für Erdnuts Kundschafter. Wozu die Zeitverschwendung auf Ungeziefer zu schießen? Munition ist das Einzige, was hier auf Tuchanka nicht knapp ist. Als Commander der Kundschafter muss ich ein Vorbild sein. Außerdem fallen die Drecksviecher über die Lebensmittelvorräte her, wenn sie zu viele werden. Und das geht gar nicht. Ist hier viel los? Genügend. Varen überall und Schlangen in jedem Wasser, das man bedenkenlos trinken könnte. Rex hat Waffenstillstandsabkommen mit einigen Clans geschlossen. Aber ich muss trotzdem patrouillieren. Das macht es leichter, sich daran zu halten.
Was macht ein Kundschafter-Commander denn so? Wir finden raus, wo die Feinde sind, und dann lassen wir sie denken, dass wir zu viele wären, um sich mit uns anzulegen. Manchmal bedeutet das, dass wir ihre Grenzen überschreiten und den einen oder anderen Generator lahmlegen müssen. Ein andermal spielen wir Verstecken. Wir hinterlassen jede Menge Spuren und gaukeln größere Mannstärke vor. Klingt super. Das ist keine Aufklärung, sondern Sabotage. Aber wenn man ein paar von ihnen in die Luft gesprengt hat, kann man sie viel besser zählen. Jeder weiß, wo Earthnaut ist, Mensch. Wo sollten wir uns denn verstecken? Dann überschreitet also jeder Clan auf T'Chanka die Grenzen der anderen Clans? Grenzen? Das hier ist T'Chanka. Hier werden Grenzen durch die Reichweite der Feuerwaffen festgelegt. Wir sind, was wir sind, Mensch. Würden wir nicht auf sie schießen, würden sie uns nicht ernst nehmen. Haben ihre Lagerhäuser keine automatischen Verteidigungsanlagen? Wozu? Die Hälfte von dem, was wir essen, ist ohnehin Ungeziefer. Und wenn wir Verteidigungssysteme in die Finger bekämen, würden wir damit bestimmt kein Getreide schützen. Wir haben Waffenlager, um die wir uns kümmern müssen. Außerdem sind da ja auch noch unsere Frauen und Kinder. Langfristig wäre es sinnvoller, sich um ihre Lebensmittelvorräte zu kümmern. Wenn der Jordan-Clan unsere Wachen tötet und unsere ach so toll bewachten Lebensmittelvorräte stiehlt, können wir langfristig sowieso vergessen. Das ist T'Chanka. Energie und sauberes Wasser bedeuten hier Luxus. Ihre Feinde greifen Zivilisten an? Einfacher kann man einen Clan nicht ausschalten. Frauen und Kinder können zwar auch kämpfen, aber wenn ein anderer Clan es auf sie abgesehen hat, sind sie immer in der Unterzahl. Wenn Frauen und Kinder sterben, hat ein Clan keine Hoffnung mehr auf eine Zukunft. Er zerfällt. Wir machen sowas nicht. Befehl von Rex. Auch wenn wir dadurch eine Schlacht verlieren. Auf Zivilisten wird nicht geschossen. Danke für die Information. Wenn Sie meinen. Die schlachten sich alle gegenseitig ab. Kein Wunder, dass dieses Volk vor die Hunde geht. So. Sehen Sie nur, wie Sie rennen. Töten Sie für Reg. Ah, okay, genau. Schießen Sie auf die Pijacks. So, ich habe hier diesen komischen Sensor. Mit dem A-Knopf kann ich feuern. Das ist cool. Was zum Teufel irgendwie... Ah, jetzt verstehe ich, wie das Ganze hier funktioniert. Gut, alles klar. Nein, doch, ja. Okay, der Explosionsradius ist größer als gedacht. Das ist gut. So. Ein bisschen vorausschießen, einfach wo sie hinrennen könnten. Und schon kann man sie kaputt machen. Die kleinen dummen Affen. Da kommen sie angelaufen, ne? Und denken so, ach ja, wir könnten ja, wir könnten ja. Aber da haben sie falsch gedacht. Ihr habt keine Chance gegen Commander Hering Shepard und seinen gewaltigen Raketenwerfer des Todes. Dieses Minispiel ist ein bisschen sehr simpel, zugegebenermaßen. Welle abgewehrt. Aber, macht, ja. Welle kommt. Okay. Und unten rechts die rote Energieleiste, dass ich jetzt, wenn zu viele dann durchkommen, oder wie? Können wir zumindest vorstellen. Vielleicht ist es tatsächlich so. Gut. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass keine Affen hier durchkommen. Und schon haben wir absolut keine Probleme. Ja, das Fadenkreuz lässt sich auch relativ schnell hier bewegen und so. Und ja, gut. Das ist also T'Chanka. Im Endeffekt so, wie man es sich vorstellt. Wie man es so aus den Erzählungen bisher kennengelernt hat oder so. Kein Wunder, dass alle Kroganer mehr oder weniger einen Knacks haben, weil in dieser Welt liegt einiges im Argen und sie verstehen halt nicht, dass es theoretisch auch anders geht oder anders gehen müsste, dass sie eben nur in organisierter Form tatsächlich eine Chance haben, also ihr Volk irgendwie, ja, ihr Volk besser dastehen zu lassen. Sie sind eigentlich null organisiert. Das ist jetzt natürlich das, was der Clanführer Rex, versucht anders zu machen, weil eine ganze Zeit war es hier auf T'Chanka eben so, dass sie sich alle gegenseitig massakriert haben. Und das, ja, das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Und, ja, noch dazu in Kombination mit der Genophage, wo irgendwie von 1000 Kindern sowieso nur eines überlebt im Endeffekt. Oder nur eines zustande kommt, oder wie auch immer. Ja. Das ist einfach schlecht. Das Ganze gleichen die Kroganer dann eben durch ihre
natürliche Widerstandsfähigkeit aus, eben einfach, dass sie größer, stärker und blutrünstiger sind als so ziemlich jedwedes andere Lebewesen in diesem Sonnensystem. Aber na gut. Regs Aufgabe abgeschlossen. Oh, das ist gut. So, jetzt kriegen wir unseren Rabatt. Augen nach vorne, ja, ja, Augen überall hin, Augen irgendwo dahin, Augen auf das Verkaufsterminal, damit ich jetzt meine wunderschönen Sachen bekomme. Ich habe die Hälfte meines Vorrats bei einer Wette in der Grube verloren und es war die gute Hälfte. Tja, so, Pijack-Fleisch, rohes, frisches, rohes Pijack-Fleisch ist bei Waren überall beliebt. Kaufen wir, keine Ahnung, das brauchen wir nicht. Munition für schwere Waffen, das nehme ich mit. Yo. Stabilisierungshandschuhe, erhöht Schilde um 5%, ja, Todesmaske. Was? Die Todesmaske wurde von der Blub entwickelt und bietet nicht nur außergewöhnlichen Schutz, sondern enthält zudem ein topmodernes Audio-Package, das Sprechverkehr mit nie gekannter Klarheit und optimalem Klang ermöglicht. Das könnte eine Amazon-Rezension sein. Super. Asymmetrischer Verteidigungsschicht-Dingens, erhöht Gesundheit um 5%, aha. Schildgurt, erhöht Schilde, ja, gut. Okay, yay, jede Menge Sachen gekauft. Wuhu, teilweise müssen wir die wohl irgendwie anlegen. Aber was soll's. So, Clanführer? Und so? Halt. Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Arknot-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Ich dachte... Shepard! Mein Freund! Rex! Für einen Toten sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmer nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erdnot erst möglich gemacht. Würmer war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnot zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Das ist nicht wichtig. Wir sind hier. Das reicht. Nun, wir waren beide beschäftigt. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte. Und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Oh ja, es waren spaßige Zeiten, in der Tat. Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Fruchtbare Frauen werden geteilt. Ah ja. Das klingt gut. Was halten die Frauen des Erdnot-Clans von diesem Plan? Es war die Idee der Anführerin unseres Frauenclans. Das neutrale Gebiet ist sicher und bewegt andere Frauenclans dazu, sich mit uns zu verbünden. Angriffe auf Erdnot gefährden jetzt die Frauen aller Clans. Selbst Clans, die mich gerne tot sehen würden, werden den Erdnot-Clan verteidigen. Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen.
Für Kroganer Verhältnisse klingt das nicht sehr hart. Verbündete von anderen Clans schätzen meine Vorgehensweise. Alle helfen mit, die Skeptiker zu bekehren. Viele suchen nach einem Ventil. Jeder Clan, den ich für nicht willkommen erklärt habe, wurde von meinen Verbündeten vernichtet. Sowas spricht sich rum. Heieiei. Ich hoffe, für Ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanka zu machen, aber sie sind eine Ausnahme. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shiaga. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Hat der Name irgendeine Bedeutung für Sie, Rex? Ein grausamer Warlord, der viele Leben auf dem Gewissen hat. Der offensichtlich Genexperimente gemacht hat. Ein Klon durchläuft den Ritus? Das ziehen Sie ernsthaft in Erwägung? Eine Tankzüchtung soll Erwachsenenstatus erhalten? Das geht zu weit. Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, Pubertätsritual. Verbreitet bei Spezies mit hormongesteuertem Fortpflanzungstrieb. Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot! Nun, Grant? Möchten Sie zu den Earthnut gehören? Ja. Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Earthnut-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele. Der Earthnut-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage. Sie wissen, dass meine Vision ihnen nur Vorteile bringt. Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn er hier bliebe, würde er getötet. Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritus oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer. Davon hat Okir im Tank nichts gesagt. Stimmt's? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Klingt wie ein Plan. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben? Jo. Ich gehe, kommen Sie mit uns? Nee, er wird ja hier gebraucht. Ich muss gehen. Wir besprechen das ein andermal. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Pharos und Ilos. Glaube ich. Gut, okay. Also, für Morden müssen wir also nochmal mit diesem komischen Kundschaftertypen sprechen. Und für Grunt geht es einfach darum, dass wir mit dem Schamanen sprechen. Grunt wird erwachsen. Und wie das bei den Kroganern nun mal so üblich ist, die müssen dann eben so einen komischen
zeremoniellen Quatsch machen oder so, und nur dann fühlen sie sich auch wirklich erwachsen und vollwertig und nur dann können sie echte Kroganer sein. Ja, das ist irgendwie eine schöne Sache und nehmen wir dann auch definitiv beim nächsten Mal in Anspruch, wenn es dann in Angriff, wenn es dann weitergeht mit Mass Effect 2. Ja, Tutanka, die Heimatwelt der Kroganer. Wir haben sie nun gesehen. Wir treiben uns hier noch ein ganz klein wenig herum. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich war der Herring Ray, das war Mass Effect 2. Ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.